Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Ihr fragt euch gerade, wer ist das und wer ist das? Ich habe gerade schon eine Aufnahme gemacht und die Aufnahme ist aber irgendwann in der Mitte abgebrochen und ja, was soll ich sagen, sie ist leider broken. Ich zeige euch gleich die beiden Fohlen, die wir gezüchtet haben, außerdem natürlich die Stute, die ihr hier jetzt gerade seht, die einfach so abartig hübsch ist. Aber bevor wir das machen, möchte ich euch noch danken für so viele Leute, die im Livestream waren letzten Samstag auf twitch.tv/nickroll. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Es war mein erster Livestream mit Facecam und Razer war auch so lieb und hat mir ein neues Headset gestellt, das einfach im Livestream so mega süß aussieht. Das ist auch richtig, richtig cool. Ich habe das eben angeboxt im Livestream und habe euch jetzt einfach ganz kurz die Highlights hier noch reingeschnitten als ja, kleines Highlight quasi. Falls ihr mich noch nie gesehen habt, wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß bei der Real Life Sandy. Das wird wahrscheinlich das einzige Mal bleiben. Falls ihr mich öfter oder demnächst wieder öfter in Real Life sehen wollt, kommt in die Streams oder abonniert meinen Kanal Sandy Light. Da werde ich auf jeden Fall wieder Real Life Videos machen und ich hätte gesagt, viel Spaß bei dem kleinen Highlight und dann sehen wir uns gleich wieder und dann zeige ich euch die Fohlen, die wir gezüchtet haben. Dieses Paket hat mir Razer gestellt und ich bin mega glücklich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal auf dem Kanal hochlade. Falls ja, hallo, wir sind hier gerade vom Livestream und oha, Sandy, pass auf, ich habe ein Messer. Es ist vermutlich sehr laut, tut mir leid. Leute, wisst ihr was? Ratet mal, was für eine Farbe mein neues Headset hat. Ratet mal. Seid ihr bereit? Oh mein Gott! Oh mein Gott, nochmal vielen, vielen Dank an Razer für dieses krasse Headset. Ist es nicht mega cool? Guck mal, das ist sogar so geschützt. Mit so einem. Seht ihr das? Voll fancy. Ich fühle mich so maximal fancy mit dem Headset. Setzen wir auf. Wartet. Mein Kopf ist zu groß. Ich habe einen Riesenkopf. Wartet. Wartet, wir müssen es, aber das geht relativ simpel. Seht ihr das? Wir müssen es einfach nur rauspacken. Oh mein Gott, ich bin so süß. Guckt mal, wie süß ich aussehe. Allah. Wartet, und jetzt stecken wir das noch ein. Das hat ein USB. Ist ja auch cool, oder? Braucht man sich nicht irgendwie mit irgendwas anderem rumschlagen, muss man einfach nur USB reinstecken. Razer Kraken, wunderbar. Ich bin freaking begeistert. Als erstes sind wir bei Driving Drift. Diesen kleinen Buben haben wir tatsächlich im Livestream gezüchtet. Er ist Stufe 2 und ich finde ihn mega, mega süß. Er ist meines Wissens nach, keine Ahnung, wie man das sagt, Leute, ein Aprikot. Und er sieht mega, mega hübsch aus. Ich habe ihn jetzt gerade in dem nicht vorhandenen Video, das ich davor schon gefilmt habe, mit seiner Mama gedeckt. Und es kam ein super süßes Fohlen raus. Außerdem habe ich meinen Coffee Complication mit der Stute gezüchtet, die wir letztes Mal gezüchtet haben. Ich hätte gesagt, ich zeige euch die beiden Mäuse einfach, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Und zwar ist es einmal Sunny Situation. Wir besuchen die kleine Maus, wir drücken mal drauf. Sie hat Werte des freaking Todes. Die Vorlieben sind nicht wirklich dramatisch, aber ja, letztendlich ist sie definitiv kein Pferd zum Behalten, aber die Farbe ist natürlich mega, mega nice. Und dann haben wir hier Calamity Candy. Die kleine Maus ist die Tochter eben von Poetic und von Complication. Und im Hintergrund sehen wir die Tochter von meiner Glass-Eyed Darling. Sie hat kein Cream-Gen, sie hat nur in Anführungszeichen ein Grey-Gen bekommen und dadurch ist sie jetzt Grey to Piano. Und ich muss ganz klar sagen, sie ist einfach nur so wunderschön, dass mir, als ich sie abgeholt habe, wirklich die Spucke weggeblieben ist. So toll ist sie, oder? Ich mag sie richtig gerne. Sie ist unser erstes Stufe 7 Pferd. Leider Gottes hat sie nicht so tolle Werte. Aber ich werde definitiv sie behalten und nicht ihre Tochter, denn sie hat auch 56 auf Geschwindigkeit und sie ist einfach nicht so besonders, hätte ich gesagt, wie ihre Mama.
Bevor wir die beiden Fohlen abholen, müssen wir uns natürlich noch von einem unserer Pferde verabschieden. Das ist heute Tawny Space. Tawny Space ist die Mama von unserer Glass-Eyed Darling, die wir natürlich behalten, denn sie hat perfekte Werte. Also auf allen dreien, sowohl in Geschwindigkeit als auch in Sprintenergie als auch in Beschleunigung, glaube ich zumindest, Leute. Von daher werde ich die kleine Maus behalten und wir müssen uns von Tawny Space verabschieden. Tschüss, du kleine Maus. Bye, bye. Und dann holen wir als erstes, Leute, Sunny Situation ab. Die kleine Maus. Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe, Leute. Es ist einfach so schön mit den blauen Augen. Es ist einfach nur ein absoluter Traum, oder? Ich weiß, manche von euch mögen keine hellen Pferde. Ich liebe sie. Vor allen Dingen, Leute, wenn die Pferde blaue Augen haben. Leider Gottes müssen wir uns von der kleinen Maus gleich wieder trennen, was natürlich sehr, 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 sehr schade ist. Aber was sollen wir tun? Wir brauchen den Platz und bis wir Level 14 sind, können wir auch keine neuen Boxen kaufen. Von daher, tschüss du kleine Maus. Bye, bye. Und dann holen wir Calamity Candy ab. Oh mein Gott, sie sieht super, super schick aus. Oh mein Gott, ich weiß zwar nicht, was hier los ist mit den ganzen grauen Pferden, die wir im Moment bekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht schon Worts was her, Leute, oder? Oh mein Gott. Dann sind wir in der Zuchtbox und zwar in der Zuchtbox Stufe 1, da wir ja die beiden Mäuse nochmal decken wollen. Also Raven Revenge times Driving Drift. Wir müssen uns tatsächlich nach diesem Decksprung von Driving Drift verabschieden, denn ich habe beschlossen, dass ich erstmal unsere Stufe 7 Stute behalten möchte und die nochmal decken möchte mit ihrem Papa. Um einfach zu gucken, was rauskommt, denn ich liebe einfach diese Linie. Wir, hätte ich gesagt, decken die beiden und überspringen gratis, denn wir sind hier noch bei Level 2. Oha! Oh mein Gott, ein Fuchs-Stutfohlen mit 44, 44, 43 und das kleine Mädchen hat tatsächlich blaue Augen. Oha, Leute, das ist mega süß. Ich hätte gesagt, wir behalten die erstmal, die kleine Maus, also in der Fohlbox und warten, bis wir eine neue Box kaufen können. Dann können wir sie abholen und wenn ihr Bock habt, könnten wir sie dann zum Beispiel auch nochmal mit ihrem Opa decken, mit Avenging Blast, denn der ist ja jetzt im Moment noch bei uns. Die kleine Maus heißt Empress Voice und hat 1000 Meter sehr weich und hinten. Das ist jetzt nicht wirklich krass, aber auch nicht wirklich sehr, sehr schlecht. Ich finde es nur mega süß, weil es gibt ja nur eine einzige Farbe vom Fuchs, die blaue Augen haben. Finde ich tatsächlich mega besonders. Dann sind wir in unserer Zuchtbox Stufe 13 und probieren unser Glück nochmal. Mit, Moment, wir haben die falsche, aber können wir mal ganz kurz noch drüber sprechen, wie wundervoll Poetic Mirror ist? Sie ist ein Traum, oder? Ich wollte es gerne nochmal mit Calamity Candy und Coffee Complication probieren. Wir haben hier mega viele Cs, denn sie ist ja die Tochter und sie ist ja auch so eine graue. Ich hätte gesagt, sie ist grau mit Buckskin oder so? Ich habe absolut keine Ahnung, Leute. Sie sieht nicht aus wie ein Krull, dafür ist sie, aber vielleicht, Leute, ich bin absolut lost. Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Farbe ist. Sie ist auf jeden Fall einfach wunderschön und deswegen decken wir sie mit ihrem Papa, Leute. Los geht's. Wir überspringen das Ganze, denn wir haben im Moment noch genug Kohle. Das kostet 175.000 Gold. Let's go. Ich bin so gespannt. Also, wir haben nochmal dieses Topiano bekommen, Stufe 7, Hengstfohlen. Mit 57, 60, 57. Ich hätte gesagt, er ist die gleiche Farbe wie der Papa. Und hier wird es jetzt einfach drauf ankommen, was der Papa für Werte hat. Ich muss ganz klar sagen, ich habe es wirklich nicht im Kopf. Ich habe ihn Military Rain genannt, weil ich den Namen mega cool finde. Und er hat 2400 Meter sehr hart und hinten. Okay, die Distanz ist sehr, 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 sehr hoch. Ich mag lieber irgendwas mit 1800 Meter. Ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz rein zu seinem Papa und schauen, was
er hat. Er hat 56, 59, 57. Dafür hat er 2000 Meter hart und hinten. Er hat definitiv die besseren Vorlieben. Dafür hat sein Sohn die besseren Werte. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wen wir als Deckhengst behalten sollen. Denn beide geht leider nicht, Leute. Dann haben wir noch eine Story-Quest abgeschlossen. Leider Gottes habe ich das Rivalenrennen auf Stufe 13 gemacht. In der Aufnahme, die leider broke ist. Wir haben gewonnen. Der Rivale wurde nur Dritter. Und ich habe die leider auch schon abgeholt, Leute. Das tut mir wahnsinnig leid und es ist so traurig. Aber wir haben Gott sei Dank jetzt noch ein paar Story-Quests, die wir abholen können. Prima, der neue Hengst ist eine tolle Ergänzung. Denkt daran, ihn als Zuchthengst festzulegen. Tut mir leid, es gibt so viel für die Hochzeit zu organisieren. Zu sagen, dass ich beschäftigt bin, wäre untertrieben. Oha, Sophie im absoluten frickin' Stress. Wir müssen noch ein Pferd auf Sprintenergie Level 29 trainieren. Und jetzt habe ich das aus Versehen angeklickt. Was ist denn mit mir? Und dann müssen wir noch ein Pferd mit Sprintenergiestatistik von 135 oder höher verkaufen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir ein Pferd erstellen sollen. Und letztendlich dieses Pferd dann hochziehen sollen, um es dann zu verkaufen. So wie ich es quasi ja schon mit Bitter Cash gemacht habe. Oder ob wir vielleicht ein Pferd hochziehen sollen, das wir gezüchtet haben und das dann verkaufen. Am Ende des Tages müssen wir die Story-Quest abschließen, Leute, weil sonst kommen wir in der Story nicht weiter. Das Letzte, was wir im Moment jetzt haben, ist, züchte und kaufe ein Pferd mit einer Mittelgeläuf-Vorliebe. Das sollte eigentlich machbar sein, theoretisch, wenn wir ein Pferd mit Mittelgeläuf-Vorliebe erstellen und es dann kaufen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob wir das machen sollen. Dadurch, dass ihr leider das Rivalenrennen verpasst habt, das richtig gut war, das bin ich mit Tinsel Town geritten, Leute. Hätte ich gesagt, wir gehen ein Rennen mit Glass-Eyed Darling, denn die kleine Maus ist einfach so mega, mega knuffig. Und für alle, die im Livestream nicht dabei waren, hätte ich gesagt, wir laufen einfach jetzt gemeinsam ein Rennen mit ihr. Wir reiten natürlich selber und wetten auf Sieg, denn das bringt immer relativ viele und die Millionen, die ich bis jetzt gemacht habe, habe ich genauso gemacht, indem, dass ich das Wettmaximum gewettet habe, gewonnen habe und letztendlich dann öfter mal über das Doppelte verdient habe, als ich eigentlich verdient hätte. A Breakaway, 1100 Meter. Waiting for the start at Breaker Bay. High hopes for the favorite Glass-Eyed Darling. Ja! Das sind wir. Da, wo sind wir? Da ganz vorne stehen wir. Es ist ein Black dabei, Alter. Ja, wir haben einen perfekten Start hingelegt. Oh mein Gott, seht ihr den Tubiano? Oh mein Gott, der ist mega. Und ich befürchte, ich bin auf die falsche Richtung, in die falsche Richtung gelaufen. Ja, bin ich. Da bin ich wieder. Hallo. Lasst mich durch, bitte. Oh mein Gott, das ist mir auch noch nicht passiert, dass ich einfach mal kurzfristig in die falsche Richtung gelaufen bin. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal dieses Rennen gelaufen bin. Es ist, glaube ich, schon sehr, 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 sehr lange her. Wir sollten das Rennen hoffentlich trotzdem gewinnen. Denn wir müssten, ja, wir haben perfekte Werte. Sie ist ja die Stute, die wir gezüchtet haben, selber gezüchtet haben, mit perfekten Werten. Von daher sollten wir das eigentlich trotzdem gewinnen. Aber man merkt natürlich jetzt, dass ich die, wir müssen rennen, es hilft alles nichts. Dass ich die paar Sprints, die ich hingelegt habe, die fehlen uns natürlich jetzt. Aber wir gucken einfach, dass wir das trotzdem hinbekommen. Ich hätte gesagt, das war eine absolut krasse Leistung dafür, dass wir erst in die andere Richtung gerannt sind. Da war ich ein bisschen lost, Leute, aber ihr müsst es mir nachsehen. Das ist das zweite Rival Stars Video, das ich am heutigen Tag filme. Dann bekommen wir 120 EP extra, denn ich habe ihr die goldene Fähigkeit schneller Lerner ausgestattet. Wir bekommen 65.100 Gold vom Preispool, 84.000 von den Wettgewinnen und noch ein paar Objekte. Dann sehen wir hier Military Rain mit seiner Mama. Ich muss ganz klar sagen, ich liebe diesen Tobiano-Ton und ich
finde auch einfach seine Mama wirklich wunderschön. Dieses gräuliche Buckskin, was auch immer das für eine Farbe ist, Leute, ich finde es einfach mega schön. Weil im Buttermilk Buckskin ist eigentlich nochmal was anderes. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Falls ihr wisst, was es für eine Farbe ist, dann schreibt es mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Dieses Video ist zu Ende. Vergesst nicht den Like, den Kommentar und das kostenlose Abo, falls ihr darauf Lust habt. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!